Es ist schon wieder passiert. Innerhalb der letzten 48 Stunden sind tatsächlich zwei Trailer erschienen, die mich ein bisschen kurzen Moment sprachlos gemacht haben, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass sie kommen und auch ein bisschen erstaunt von denen war. Und die zwei Trailer waren zum einen der Guardians of the Galaxy 3 Trailer und der Transformers Trailer, Aufstieg der Bestien. Ich habe mir diese zwei Trailer angeguckt, ich denke ihr auch, und ich gebe jetzt heute in diesem Video ganz kurz schnell meine Meinung dazu ab. Dieses Wochenende kommen auch tatsächlich dann drei Videos, also das hier heute, morgen eins und am Sonntag eins. Und deswegen laber ich jetzt auch nicht weiter rum und heiße euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ja, ich würde sagen, wir starten mit dem Guardians-Trailer, weil der auch früher kam. Ich glaube, er müsste Stand der Aufnahme vor 2 Tagen gedroppt worden sein. Und ja, ich bin ehrlich, ich hatte null auf dem Schirm, dass er kam. Ich habe auf Instagram oder TikTok, glaube ich, war es, ein Bild gesehen von Adam Warlock. Warlock ist ja der große neue Gegenspieler. Und als ich das Bild gesehen habe, habe ich erstmal gedacht, geil. Den Schauspieler feiere ich. Ich habe tatsächlich gerade seinen Namen vergessen. Ich werde ihn hier einblenden. Übel geiler Schauspieler. Ich liebe den. Wirklich, es macht so Spaß in seinen Filmen. Vor allem, man kann ernste und lustige Filme machen, was ich so immer faszinierend finde. Aber im ersten Moment guckte ich das Bild an und dachte so, what the fuck? Okay, ja, er ist einer von diesen goldenen Menschen. Okay, fein, aber er sah nicht gut aus. Das war mein Problem. Ich dachte erst, oh Gott, nee, der sieht gar nicht gut aus. Dann habe ich mir den Trailer angeguckt. Tatsächlich erst auf der Arbeit, in der Pause, Grüße gehen raus. Und zwar lautlos, weil ich erstmal den Trailer sehen wollte. Es war tatsächlich reiner Zufall. Und ich habe den Trailer so gesehen und dachte mir so, ja, ist halt ein Guardians-Trailer so. So, es waren so viele Sachen, die ich cool fand. Okay, es wurde schon öfter jetzt gesagt, dass Groot in diesem Film wieder groß sein wird. Er hat zwar noch seinen Baby- oder Teenage-Groot-Kopf, aber halt den großen Körper wieder. Man sieht ab und zu mal wieder Gamora, wo wir ja dann wissen, dass es ja die Gamora theoretisch sein müsste, die bei Endgame da war, also die andere Timeline-Gamora. Ich weiß noch nicht, das müssen sie hoffentlich erklären, weil da wäre ich ein bisschen verwirrt, wenn es nicht vernünftig erklärt werden würde. Ja, wir sehen natürlich die versammelte Mannschaft. Wir sehen Groot, Mantis, Drax, Nebula und halt auch Star-Lord. Und ich finde es geil, dass ich glaube zumindest in einer Szene, das Holiday-Special von Guardians tatsächlich eine kleine Rolle spielt, weil Mantis, ich glaube, es müsste so gewesen sein, es sah für mich so aus, Mantis mit Peter spricht und man merkt irgendwie, dass so eine Verbindung und durch das Holiday-Special ist ja jetzt rausgekommen, sie sind ja anscheinend Geschwister. Fand ich irgendwie interessant, ob es jetzt wirklich so der Fall ist oder ob es mit jemand anderem geredet hat, der einfach für mich im ersten Moment so aussah. Aber wäre natürlich cool. Dann gab es so eine interessante, das habe ich danach auf TikTok gesehen, eine, ich nenne es mal Among Us-Szene. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es, also doch, ich kann es mir schon vorstellen, ich könnte mir gut vorstellen, dass es irgendwie eine leichte Anlehnung an Among Us ist. Auf jeden Fall hüpfen die dann mit komplett kunterbunten Rot, Gelb, Blau, Grün, Raumanzügen aus dem Raumschiff von ihnen raus. Jeder hatte halt einen an. Es sah halt sehr nach Among Us aus, muss man sagen. Fand ich irgendwie lustig. Wo genau die da sind? Ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Es waren so 2 Szenen, wo ich dachte, okay, es könnte die Quantenebene sein. Es sah sehr verdächtig ähnlich aus mit dem, was wir im Ant-Man-Trailer gesehen haben, aber auch nicht zu krass. Aber es ist Guardians of the Galaxy, also wird es eher irgendein anderer Planet sein und auch die Raumanzüge sprechen dafür. Gehe ich mal stark von aus, dass es wahrscheinlich nicht die Quantenebene sein wird. Dann sehen wir eine Szene mit einem Waschbären. Im ersten Moment dachte ich, okay, hä, ist das Rocket als Kind, Jugendlicher, Baby, weiß ich nicht. Nachher, zum Ende des Trailers, sieht man dann, okay, nein, es ist tatsächlich potenziell, würde ich mal sagen, eine Waschbärdame, aber auch einen Lebenden, ob sie Rocket kennt oder er sie, ich keine Ahnung, ob es jetzt ein Männlein, Weiblein ist, ob dieser Waschbär Rocket kennt oder nicht. Diese Umarmung sah schon sehr danach aus. Wird interessant sein, vielleicht seine Mutter, sein Vater, was weiß ich. Und es ging ja schon sehr viele Leute davon aus, dass der Film ein wenig mehr über Rocket sagt oder erzählt, weil tatsächlich über die ganzen 3 Filme hinweg das Logo bei Guardians war immer sehr angelehnt an die Person, die potenziell in diesem Film den Löffel abgibt. Oder zumindest, ja doch, den Löffel abgibt. Im ersten war es so ein bräunliches, Groot ist gestorben. Na gut, er lebt zwar wieder, aber ihr wisst, was ich meine. Im zweiten war es dieses blaue, Yondu ist gestorben. Und jetzt ist es halt auch so ein bräunlich-grau. Viele sagen schon, es könnte ziemlich nah daran liegen, dass Rocket was passiert. Ich hoffe es nicht. Dann Adam Warlock. Ich habe ihn im Trailer gesehen und dachte, hey, der sieht doch eigentlich voll gut aus. Also es wirkt auf dem Bild irgendwie komplett anders. Bin gespannt, weil ich mir vorstellen kann, dieses ganze Volk da mit den gelben, goldenen Menschen, es ist halt nicht animiert, nicht CGI, was natürlich für den Schurken spricht. Wenn man weniger an einem Schurken animieren muss, kann der Schurke nicht nur durch seine Optik strahlen, sondern halt auch durch seinen Charakter. Auf jeden Fall habe ich mir dann den Trailer mit Sound hier zu Hause angeguckt, gerade eben tatsächlich noch. Und da ist mir dann aufgefallen, was mich richtig abgefuckt hat, kann natürlich keiner was für, aber in der deutschen Fassung, ich weiß nicht, wie es in der englischen ist, hat Rocket nicht mehr seine Stimme, die wir sonst aus den anderen Teilen kennen. Das habe ich aber auch schon gemeint in einem anderen, in der Miniserie hier, I'm Groot, hatte der ja auch einen Auftritt und da hatte der auch schon eine andere Stimme. Ich weiß nicht, wie es im Holiday Special ist, das habe ich nämlich noch nicht geguckt. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es im Englischen, im Original
Originalton immer noch Bradley Cooper ist. Ich gehe stark von aus. Aber im Deutschen ist es definitiv nicht mehr die gleiche Stimme. Oder sie ist irgendwie in Stimmbruch gekommen, die Stimme. Oder einfach älter geworden in den letzten 5 Jahren. Weiß ich nicht. Alles in allem fand ich den Trailer ganz cool. Es war hier und da so 2 Ecken, wo ich sage, okay, war vielleicht ein bisschen zu übertrieben, weil Guardians ist ähnlich wie Ant-Man für mich so ein kleiner Film. Es ist kein Avengers-Film, es ist ein kleiner Film. Da muss nichts Großes an CGI, obwohl halt Guardians schon die ganze Zeit sehr viel CGI hatte. Es ist dann nun mal im Weltall, da hängst du von den CGI-Effekten ab, ist klar, ne? Aber es war so 2, 3 Szenen, wo ich so sagte, ah, ja, vielleicht ein bisschen viel. Ich bin gespannt. Ich hoffe, mehr über Rocket zu erfahren. Ich hoffe, dass er nicht stirbt. Bitte nicht. Bitte nicht, weil diese eine Szene, wo alle am Heulen waren, bitte nicht. Ich will wissen, was mit Gamora ist, ob sie einfach da geblieben ist und das irgendwie dann noch in Zeitlinien, also irgendwie muss es ja die Zeitlinie kaputt gemacht haben irgendwie, aber nach Multiverse of Madness und Loki ist sowieso alles möglich in der Zeitlinie, also von daher. Und im Allgemeinen bin ich gespannt, was das nachher mit Adam Warlock auf sich hat, weil ich habe keine Ahnung, also ich bin da, ab hier bin ich komplett raus von Guardians, ich habe mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt, aber halt so, ging schon minimal. So viel zu Guardians, jetzt geht's zum zweiten Trailer. Und zwar Transformers Aufstieg der Bestien, ne? Ja. Und was soll ich sagen? Der Trailer, den habe ich gerade eben auch gesehen. Kurz, also just 10 Minuten, bevor ich dieses Video hier gestartet habe. Und ich sag's so, wie es ist. Der ist jetzt vor, laut dem Video-Upload, vor 26 Stunden, also gerade gestern frisch veröffentlicht worden. Ich habe da heute auch schon über den Tag hinweg auf TikTok was gesehen und dachte nur so, okay, hä? So Optimus Prime, neues Design. Hä, was ist denn da los? Kommen gleich auf das Design zu sprechen. Auf jeden Fall war ich fasziniert und verwundert. Ich dachte, hä, ist ein neuer Film draußen? Ist ein neuer Film angekündigt worden? Ich liebe Transformers und ich kenne auch jemanden, der dieses Video wahrscheinlich sehen wird, der auch Transformers liebt. Grüße gehen raus. Aber ich bin da nicht auf dem Stand. So, das ist das Ding. Ich bin da nur auf dem Stand gewesen. Dieser Trailer hat mir die Kinnlage gegen den Boden schlagen lassen. Ich liebe Transformers. Wirklich. Und als ich diesen Trailer gesehen habe und der direkt quasi mit Action ballert und wir bekommen einfach random Transformers King Kong dahingestellt. Ich bin nicht in der Lore drin von Transformers. Also ich weiß jetzt nicht, wer genau das ist. Es ist wahrscheinlich eine wichtige Persönlichkeit im Transformers-Universum. Keine Frage. Ich wusste nicht, wer es ist und dachte mir so, Mecha King Kong gegen Mecha Godzilla? Ich war ein bisschen verwirrt. Und dann kam der Moment. Direkt am Anfang vom Trailer und das haben sie richtig gut gemacht. Also hätten sie sich besser machen können. Und zwar fucking nochmal, da habe ich schon mal mit einem Kumpel drüber geredet, fucking nochmal das OG-Design von Optimus. Und zwar dieses kantige, gerade kantige Design. Nicht dieses Steroid-Design aus dem letzten Film. Auch aus dem ersten Film, da war er auch schon kantig. Also halt rechteckig, das ist das Wort, was ich suche. Aber hier hat er dieses richtig originale Design aus den OG-Comics und. Also aus der OG-Comic-Serie und weiter. Und ich saß da, oh mein Gott, wie geil, weil ich liebe halt akkurate Sachen von früher. Wenn man einen Film macht von was früher schon da war, man nehme jetzt Transformers jetzt. Und vor etlichen Jahren gab es schon mal Transformers-Serien. Finde ich es immer geil, wenn das halt in die Neuzeit mit übernommen wird. Passiert halt immer schleppend, ähnlich bei Marvel, aber es hat funktioniert und ich war erstmal übel fasziniert nur von Optimus. Er hat natürlich seine Stimme. Wenn ich drüber nachdenke, kriege ich Gänsehaut von seiner Stimme. Wirklich, das ist wow. Und dann sehen wir direkt Bumblebee und bei ihm dasselbe. Er ist nicht mehr, ja auch ein bisschen leider, nicht mehr dieser futuristisch heftig neue Chevrolet Camaro. Nein, er ist wieder ein Oldschool-Auto. Und was mir direkt ins Auge gefallen ist, und ich weiß nicht, ob das vielleicht überhaupt manchen aufgefallen ist, ich denke schon, die Transformationen, wenn sie sich von Auto oder von Tier in humanoide Gestalt, also menschliche Gestalt, sage ich jetzt mal, halt 2 Beine, 2 Arme, verwandeln. Diese Animationen sehen nicht mehr so cybermäßig und futuristisch aus wie in den anderen Filmen. Ganz am Anfang, in den ersten Transformers-Filmen, war es noch gut gemacht. Da hat man wirklich noch gesehen, mechanische Teile haben sich bewegt und hier und da. Und jetzt im letzten, ich habe wieder seinen Namen The Last Night heißt er, glaube ich. Auf jeden Fall, ich weiß noch da, wie dieser Fake Megatron auf Wish bestellt. Der bestand ja aus so einer Art Pulver oder so. Und das war dann immer so Boah, besten Soundeffekte heute schon wieder, leck mich fett. Um auf den Punkt zu kommen, früher hat man noch diese mechanischen Veränderungen gesehen, wenn die sich transformiert haben. Und das ließ immer weiter nach. Das war dann eher nur ein Gewusel und dann standen die da. Und hier ist es wirklich wie so, es ist halt schwer zu erklären. Es ist halt, wie gesagt, sehr OG-getreu und halt diese wirklich so Bewegung, Einzelteile. Keine kleinen Teile bewegen sich mehr, wirklich große Teile, die sich einfach drehen, zack, zack, zack und fertig. Und es sieht so gut aus. Oh mein Gott. Wirklich, es ist 10 von 10. Bumblebee, wie gesagt, sieht aus wie in den OG-Comics und in der Comic-Serie halt. Alle anderen, dieser Porsche, war es ein Porsche? Doch, der Porsche, der vom potenziellen neuen Hauptprotagonisten benutzt wird. Ich weiß halt nicht, zu welcher Timeline das spielt. Das ist jetzt die Frage. Spielt es in der neuen, also spielt es nach dem letzten oder vor dem letzten? Nach Bumblebees Aussehen, auch Optimus Aussehen, spielt es gefühlt vor dem ersten
Was aber halt nicht zu der Geschichte vom ersten passen würde, dass sie gerade erst auf die Erde gekommen sind. Also wird es nachher spielen. Und dann wundere ich mich, dieser Porsche, ganz am Ende vom Trailer transformiert er sich halt auch wieder zum menschlichen Roboter. Und das hat mich irgendwie voll an Jazz erinnert, weil der sich so über den Boden geslidet hat. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst, zu welcher Timeline spielt der Film, weil da bin ich komplett raus. Yep, an der Stelle melde ich mich dann mal ganz kurz aus dem Schnitt wieder, weil während des Schnitts und während dieser weiteren Recherchen habe ich dann tatsächlich was herausgefunden. Und zwar, ja, der Film spielt vor Transformers 1, ergo nach den Ereignissen von Bumblebee. Das hat der Regisseur nämlich schon bestätigt. Dafür habe ich mich leider zu wenig informiert gehabt. Ergo, ja, es ist potenziell mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Jazz, der in diesem Clip zu sehen ist. Ja, es macht Sinn, dass sie dieses OG-Design haben. Und ja, es spielt, wie gesagt, in der Vergangenheit. Vor Teil 1 heißt Bumblebee, dann Transformers 7 und dann die andere Reihe. Womit ich meine Aussage dann aber revidieren muss, die ich gleich treffen werde. Denn die Timeline ist ab diesem Punkt dann leider doch nicht mehr ganz so einfach zu verstehen. Aber immer noch einfacher als Marvel. Ja, und jetzt geht's weiter mit dem Video. Nur damit ihr Bescheid wisst. Die halt so einfach aussehen. Das ist perfekt beschrieben. Sie sehen einfach aus. Die Designs sehen auch einfach comicgetreu aus. Überhaupt das ganze Setting, auch die ganzen Bestien-Transformers sehen auch interessant aus, wobei ich da halt auch schon wieder sagen muss, bei denen geht es schon wieder Richtung sehr futuristischen Aussehen und Transformationen. So wie ich es jetzt aus dem Trailer deuten könnte, bekommen wir eventuell zwei Hauptprotagonisten. Der Junge, den wir da sehen, wirkt für mich schon wie ein Sam Witwicky, nur vielleicht ein bisschen normaler. Tatsächlich nicht so ein durchgedreht, sag ich mal. Und dann bekommen wir am Ende noch einen Mädel zu sehen. Und die erinnert mich zu 100% an Sam, weil sie halt auch so da so sitzt. Das bilde ich mir ein. Das bilde ich mir ein. Okay, ich bilde es mir nicht ein. Es war einfach gefühlt Sam Witwicky in weiblich. Ich bin einfach nur gehypt auf den Film, weil ich dazu wirklich gar keine Ahnung habe. Der kam jetzt für mich aus dem Boden geschossen. Ich wusste, dass da noch ein Film kommt, aber damit habe ich nicht gerechnet. Und der sieht halt, wie gesagt, einfach gut aus. Es gefällt mir. Diese OG-Design, diese OG-Transformationen und überhaupt, es sieht sehr, sehr interessant aus. Ob die große Story drumherum, ob die auch so gut ist, das kann ich jetzt an der Stelle leider nicht sagen, weil ich finde, storytechnisch habe ich jetzt nicht so wirklich viel rausgehört aus dem Trailer. Außer, dass halt Sachen aus Optimus' Vergangenheit ihn einholen, kann halt alles bedeuten. Also das ist halt weit gefächertes Spektrum, sag ich mal. Bin einfach gehypt. Also die zwei Trailer, wie gesagt, jetzt die letzten Tage, die ich gesehen habe, waren für mich so, Guardians, übel gespannt, weil halt Marvel-Fan, Marvel-Herz pocht halt in mir. Aber auf Transformers bin ich noch mehr gespannt, weil der letzte Transformers, der rauskam, war für mich so uninteressant, weil es halt, als Bumblebee jetzt nicht, Bumblebee fand ich geil, aber der letzte richtige Transformers-Hauptfilm, ich fand den so uninteressant, weil es für mich einfach viel zu abgespaced wurde. Es wurde immer abgespaceder. Noch mehr Technik hier, noch mehr Raumschiffe da. Was ja auch storytechnisch vollkommen okay ist, keine Frage. Aber es war halt für mich ein bisschen too much, over the top. Und das hoffentlich kriegen wir mit dem Film hier wieder ein bisschen gedrückt. Und auch überhaupt CGI-technisch und so, also animationstechnisch. Sind wir mal ehrlich, Transformers, es gibt keinen Transformers-Film. Wenn man Transformers mag, sowieso nicht, aber es gibt keinen Transformers-Film, der schlecht aussieht. Ob die vielleicht alle unterbelichtet sind, also rein wirklich belichtungstechnisch, darüber können wir uns streiten, aber das ist halt Michael Bay. Aber an für sich, Transformers sieht immer gut aus und sah auch schon beim ersten Transformers einfach perfekt. Und es hat sich auch nie verschlechtert. Das ist das Geile. Es hat sich nie wirklich heftig verschlechtert. Und ja, das waren die spontan eingegangenen Trailer-News von mir. So habe ich mal die Playlist genannt. Hatte schon mal ein Video hier so Trailer-Analysen-mäßig hochgeladen. Und wenn ihr das sehen wollt, schaut gerne meine Playlist vorbei. Und überhaupt, wenn ihr euch auch für das erwähnte Marvel oder auch andere Filme und Serien interessiert, seid ihr hier vielleicht auf dem Kanal genau richtig, weil hier sowas erscheint. Jedes Wochenende zweimal. Und deswegen würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr vielleicht mal die anderen Videos auschecken würdet, falls sie euch interessieren. Also ich bin gehypt auf die zwei Filme. Das ist jetzt schon eine gute Einleitung für das Jahr 2023. Dieses Jahr neigt sich auch nur mal dem Ende zu. Leider auch filmtechnisch. Obwohl wir dieses Jahr filmtechnisch vielleicht nicht das beste Jahr haben. Vielleicht mache ich ja Ende des Jahres auch mal so eine Revue-Passierungssache. Nicht von allen Filmen, die erschienen sind, aber von den Filmen, die ich gesehen habe und wie ich die so skalieren oder ranken würde. Wenn euch das interessiert, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Mehr möchte ich nicht schwafeln, das Video soll nicht so lang sein, habe ich leider wahrscheinlich nicht geschafft. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, morgen und übermorgen kommen dann auch nochmal jeweils ein Video. Ich kann jetzt schon mal spoilern, eins wird zu The Walking Dead sein. Und das am Sonntag wird sich tatsächlich nochmal um Marvel drehen. Und im Fokus steht ein wenig She-Hulk, aber tatsächlich doch eher Marvel. Wenn euch diese zwei Themen vielleicht interessieren, könnt ihr natürlich, wie gesagt, dem Kanal gerne ein Abo da lassen. Aber ich bin dann für heute erstmal raus und wir sehen uns dann hoffentlich morgen und übermorgen hier auf derselben Couch wahrscheinlich wieder. Und wie gesagt, ich bin bis dahin raus.